Platt, platt. Babalapap. Jo, Levelütis, das wäre der platter Freitag und ich vertell wieder von mein plattdütsch Leben und meine plattdütsche Geschichte. Und der Schwerpunkt wäre ja immer das unsere oder und was ich mit dem Theater und da belebt habe. Und da will ich heute noch ein bisschen Video vertellen. Und ich sehe auch, lieg mal, wer da redet, das Plattdütsch an unsere oder sonst geiderten Bach runter. Jo, ich habe jo hier mein eigen Theater und kick mal hier so ein Klapptheater. Oh ne, so geidert, so. So. Und da kann ich jeden Tag ins Theater gehen. Jo. Immer wieder kann ich mein neues Stück ankriegen und dann geht das wieder von vorn los. Jo, aber das ist nur mal so nebenbei. Jo, ich habe jo irgendwann auch Hilde Six kennengelernt und zwar wird das in Engelsohl. Von der Bühne kenne ich sie ja schon lange Jahren und sie wäre neben Heidi Kabel und Erna Raupach-Petersen jo, eine von meinen Lieblings Darstellerin an Theater von den Ohlen. Ne? Das gibt ja auch Junge. Und ja, und wir wären im Engelsohl und Nils Ose, Uwe Krag, der Hador, eine Lesung. Der wäre ja auch lange Zeit an unserer Theater und wäre aber nicht gut. Und hey, hat er eine Lesung und so ein ganz nomin Geschmack. Und hat sungen und hat lest und hat auch gespielt, was ich besonders gut finde. Und da sehe ich doch Hilde Six vorne in der ersten Reihe sitzen. Und dann sage ich, nee, den würde ich nun mal ansprechen, den finde ich bannig gut und den kann ich gut lieben. Und nur die Vorstellung von Nils Ove bin ich den Tour hingehen und habe gesagt, guten Tag, Frau Six, und ich bin Klaus-Peter Rodens und ich wollte doch mal fragen, ob Sie nicht ein Autogramm für mich haben. Oh nee, ich bin ja schon lange weg vom Fenster. Nee, ich habe sowas gar nicht dabei. Geben Sie mir doch mal Ihre Adresse und ich schreibe Ihnen dann. Und ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen unterholt und das wäre kurz vor Ihrem 50. Bühnenjubiläum. Und dann habe ich gesagt, dass ich mich schon bannig oder wie freit und schon bannig darauf sehe, dann ob die Bühnenwetter zu sehen. Und sehe dann, oh, jo, hoffe ich erlebe ich das noch. Ich weiß nicht, vielleicht wäre sie doch schon krank, das kann ich nicht sehen. Sie sehe jedenfalls richtig gut aus, frisch frisiert. Ja, und dann haben wir uns noch Lüttenbitten unterholt und sie hat mich eine Kurt kriegen. Und ja, ein paar Tage später kriege ich dann ein Autogramm in den Hus. Und da habe ich mich bannig überfreit. So, nun wäre die Jubiläumsvorstellung mit Hilde Six. Das Stück habe ich jetzt vergeben. Und ja, da habe ich einen Blumenstrauß aufgeben und den hätte sie kriegen. Und wie sieht ihr an der ersten Reihe? Und ich sehe dann noch, was sie gesöcht hat, wo ich wohl sehen will. Und ja, jedenfalls hat sie sich gefreut. Und Porto später klingelt bei mir der Telefon. Ich geh ran. Ja, hier ist Hilde Six. Ich will mich ganz hartlich bedanken für den Blumenstrauß. Sie hat mich bannig viel zu Bostum gemuckt. Und dann haben wir noch ein bisschen klönt. Und ja, und da habe ich mich nun auch überfreit. Das wäre meine Geschichte mit Hilde Six. Und so kenne ich das unsere oder freundliche Schauspielers. Freundliche Lüd und das ist ja jedenfalls mit dem Drumherum, das ist irgendwie vorbei. Ja, und ja, Nils Ove, den habe ich in sein Restaurant in Fähr und Marschland mal droppen und wir haben auch ein bisschen klönt und der ist ja dann weggegangen von unserem Theater und denn der hat uns auch bannig viel Spoosmoked. Und ja, das wäre nun meine Geschichte. Hüt und ich sech wieder, rettet dat Plattütsch an unsuchte oder sonst geiderten Bachrunner. Mogt wat, dout wat und snackt nicht nur immer, wie wollt ihr Plattütsch schnacken und habt ihr Hüt schon Plattütsch schnack. Nee, ihr mögt auch wat down, dat an der Plattütsche Bühne wieder geht. Und ich sech mal,
Schon ist wegen ern, mog dat goat, passt ob jo ob und snackt platt, wenn sich dat passt und goat ins to oder, aber nur wenn er auch plattdütsch snackt wart. Jo, also, alles Gute, tschüss.